Tag auch. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Es ist Sonntag und es ist nicht ganz so dunkel heute. Es geht. Die Wolken ziehen gerade so schön hier vorbei. Deswegen, ich habe ein paar Lampen angemacht. Ich hoffe, das mit dem Licht ist okay. Und ja, ihr hattet ja, als ich diesen Vlog-Haul von meiner Amerika-Reise hochgeladen hatte, hatte ich auch erwähnt, dass ich ein paar Sachen aussortiert habe. Und gefragt, ob ihr da ein Video zu sehen möchtet. Quasi ein Ausmisten. Also das habe ich ausgemistet. Das würde ich gerne verkaufen, Video. Ein paar Sachen sind ja auf dem Beauty-Sale-Account auch online. Ein paar Sachen nicht. Manchmal habe ich halt auch keinen Bock, die Sachen zu fotografieren. Ja, und ein paar Sachen hatte ich irgendwann mal unter meinem Namen noch drin. Und ja, ein paar Teile habe ich jetzt gerade eben noch, während ich mich geschminkt habe, rausgezogen und gesagt, okay, das benutze ich sowieso nicht. Verkauf es doch einfach. Unter anderem wäre da, das habe ich in der Hand gehabt, ich habe überlegt, ob ich es benutze. Dann habe ich gedacht, nö. Und dann habe ich gedacht, warum soll ich es behalten? Ich benutze es sowieso nicht. Und zwar ist das dieses limitierte MAC Blush in der Farbe See Me, Hear Me. Ich finde die Verpackung eigentlich wunderschön. Ich hätte es ganz gerne einfach wegen der Verpackung behalten. Aber ich benutze dieses Rouge einfach gar nicht. Das ist ein Extra Dimension Blush. Am Anfang habe ich es ein paar Mal benutzt, aber das ist so eine Farbe, ich greife da einfach nicht zu. Und das liegt hier nur rum. Und vielleicht würde sich da irgendjemand von euch mehr drüber freuen und es mehr benutzen. Deswegen habe ich mir überlegt, dass ich das wohl verkaufe. Und das habe ich relativ neu, aber da habe ich einfach... Ich finde die Verpackung so toll, ne? Aber die Farbe ist auch so eine Farbe, da habe ich zwar nach Swatches geguckt, aber irgendwie ist das doch nicht so eine Farbe, die ich wirklich benutze. Und zwar ist das die Farbe Soulmate von den Make-Up Geek Blushes. Die sieht jetzt so im Display noch ein bisschen dunkler aus, als sie wirklich so ist, wenn ich sie so angucke. Die ist schon recht kühl und... Ja, ich weiß gar nicht so wirklich, wie ich das beschreiben soll. Guckt am besten einfach mal nach Swatches oder wenn das generell so eine Farbe ist. Ich gehe mal ein bisschen weiter weg, vielleicht kann man es dann besser sehen. Die ihr gerne tragt. Also für mich ist das irgendwie... Ich nehme es nicht. Ich nehme es nicht. Also da kann es besser irgendjemand anders nehmen, der einfach nicht im Ausland bestellen möchte oder so. Meldet euch, wenn ihr Interesse habt. Meine E-Mail-Adresse steht unten in der Infobox. Dann habe ich mir mal bestellt von Village Candle Powder Fresh, weil das normalerweise ja so eine Duftrichtung ist, die ich super gerne mag. Habe ich nie benutzt, weil ich den Geruch nicht mag. Also, ich kann es nicht beschreiben. Vielleicht findet ihr im Internet Beschreibungen zu diesem Duft. Ich liebe Village Candle generell, ich liebe Pure Linen, aber den mag ich nicht. Dann hatte ich euch ja schon gezeigt, dass Quad... Wie gesagt, das habe ich befüllt. Also das Quad habe ich irgendwann mal leer gekauft und dann habe ich diese Farben da reingetan. Jetzt müsste ich nochmal gucken. Also es ist von Sumptuous Olive und Humid. Das ist Bio Green. Das war mal aus dem Pro-Sortiment. Und diese Farbe hier war limitiert. Das ist Bows and Curtsies. Ich glaube, es heißt Curtsies. Also die war limitiert. Die gab es zweimal in LAs. Ich finde die eigentlich wunderschön, aber ich benutze dieses Quad nie. Nie. Ich benutze ganz, ganz selten in letzter Zeit. Ich habe früher, wenn ihr mich schon angeguckt, wisst ihr, dass ich früher dauernd grün getragen. Aber in letzter Zeit ist das mehr so braun-grau. Langweilig. Dann habe ich hier von Coastal Scents, ich habe den in so eine Make-up-Verpackung getan, einen Hot Pot in Gypsy Stone. Der ist... Hält der immer da? Also in der Make-Palette hält der nicht, da fällt der so raus. Da würde ich einfach mal nach der Farbe googeln. Also am besten immer nach den Farben googeln. Das bringt nichts, wenn ich das jetzt swatche bei dem Licht und so. Die kommen sowieso alle nicht richtig rüber. Ist eigentlich eine schöne Farbe, aber ich nehme es nicht. Ich nehme es einfach nicht. Seitdem ich die besitze, habe ich die, glaube ich, zweimal benutzt. Und die liegt nur rum und kann von mir aus... Also es gibt einfach andere, die ich lieber benutze. Kennt ihr das? Dann habe ich hier noch... Swimming von MAC als Refill. Die MAC Refills kosten mittlerweile 15 Euro. Und natürlich kriegt ihr die jetzt bei mir viel, viel günstiger, die Sachen. Schreibt mich einfach an, wie gesagt, dann gucken wir mal. Das hier ist die Farbe Mulch. Mulch, so ein Bronzeton, so ein dunkelbrauner Bronzeton.
Auch eigentlich ganz schön, aber nehme ich auch nie. Ist mir persönlich zu warm. Und ich benutze ja auch kaum noch was mit Schimmer. Und da ist so, sind so goldene Schimmerdinger drin. Juxt. Das ist auch so ein Grünton. Habe ich, glaube ich, zweimal benutzt. Dann habe ich hier Grain. Den habe ich ein bisschen öfter benutzt. Ich zeige euch den nochmal. Also wenn ihr MAC-Lidschatten haben möchtet, wenn ihr anfangt mit MAC oder so, dann, wie gesagt, die kosten mittlerweile 15 Euro und ich gebe sie euch natürlich jetzt viel günstiger, weil ich sie einfach nicht mehr trage. Natürlich müsst ihr auch bedenken, dass ich dafür auch Geld bezahlt habe, deswegen werde ich sie nicht verschenken. Ich verschenke, wenn ich mal günstigere Sachen habe, dann verschenke ich die auch ganz gerne mal an Freundinnen. Aber so teurere Sachen, wie auch zum Beispiel das hier, habe ich auch im Beauty Sale Account drin. Das ist von MAC Prep & Prime, ein Fortified Skin Enhancer mit Lichtschutzfaktor 35 in Adjust. Hier steht noch drauf, getönte Make-up-Unterlage. Ich weiß nicht mehr genau, warum ich das gekauft habe, aber ich benutze das nie. Das fühlt sich noch wirklich sehr, sehr voll an. Kostet, glaube ich, um die 30 Euro bei MAC. Falls es das überhaupt noch gibt, ich weiß es gar nicht. Benutze ich nicht. Benutze ich einfach nicht. Und bevor es schlecht wird, dann habe ich hier ein paar Pinsel, die ich aussortiert habe, weil ich die auch nie benutze. Von Sigma aus einem Reiseset. Das Set war auch limitiert. Duo Fiber Powder Schrägstrich Blush. F15 ist das. Der wackelt ein bisschen, deswegen will ich da vielleicht nur so 2 Euro oder so viel, wenn überhaupt. Ich muss mal gucken. Ich weiß auch gar nicht mehr, was ich auf mein Insta-Profil geschrieben habe, beziehungsweise bei dem Beauty Sale Account. Dann habe ich hier den Small Contour F05 mit dem roségoldenen, ist das Zwinge? Und den F40 Rouge beziehungsweise Konturpinsel. Ich habe einfach zu viele Rouge-Pinsel, die ich lieber nehme als diesen hier. Deswegen habe ich den beim letzten Waschen dann auch aussortiert und gesagt, okay, bevor ich ihn jetzt wieder zurücktue. Von Lime Crime hatte ich mir mal gekauft eine Lidschattenbase, die zusätzlich auch noch weiß ist. Also bei dem Jumbo Eye Pencil in Milk ist das ja zum Beispiel so, da müsst ihr eigentlich, weil es keine richtige Base ist in dem Sinne, müsst ihr erst eine Base machen und dann den Jumbo Eye Pencil in Milk, also das ist auch matt weiß. Und bei manchen Leuten setzen sich diese Jumbo Eye Pencil halt auch in die Lidfalte ab, weil das sehr, sehr cremig ist vom Produkt her. Und bei dem habt ihr das nicht, das ist quasi eine Make-up-Base und ein mattes Weiß in einem. Also hält super gut, aber ich benutze das nicht, weil ich habe in letzter Zeit nur noch dunkle Bases. Also ich benutze eigentlich nur noch drei. Und zwar mein Color Tattoo in Permanent Taupe und die Kiko Long Lasting Stick Eyeshadows in 33 und 39. Andere benutze ich in letzter Zeit so gut wie gar nicht mehr. Deswegen, das wird ja auch irgendwann mal schlecht. Deswegen versuche ich das jetzt mal loszuwerden. Dann habe ich mir mal leider falsch gekauft den Löscher in Fair. Ich benutze aber immer Light. Und den habe ich, glaube ich, einmal benutzt und habe dann gedacht, okay, es passt so rein gar nicht. Deswegen versuche ich den jetzt auch erstmal zurückgeben. Ging halt nicht, weil ich den schon benutzt hatte. Dann habe ich hier noch einen Buttergloss, den mir Melanie gegeben hatte, in Peaches and Cream. Und den hat sie einmal benutzt und ich einmal benutzt. Also der ist noch quasi wie neu. Hier sind noch zwei. Die werde ich auch nie tragen, deswegen können die auch weg. Und zwar von Maybelline Crazy Pink. Das ist die 180. Gibt es die überhaupt noch? Die sind zwar mehr so für den Sommer, aber sie mir ist gerade eingefallen von wegen. Und 914 Vibrant Mandarin. Ich glaube, den habe ich wegen Fanny Pilgrim damals gekauft. Könnte ich sowas bei mir vorstellen? Ich mag sowas an mir nicht. Ich habe es immer mal wieder versucht, aber ich sollte einfach damit aufhören, mir so knallige Farben für die Lippen zu kaufen. Ich trage es sowieso nicht. Ich verstehe nicht, warum mache ich das? Bei dem hätte ich nicht gedacht, dass der so dunkel ist, wie er bei mir aussieht. Jetzt wird es aber wieder dunkel. Und zwar ist das einer von den ganz neuen Color Drama, okay, vielleicht hätte ich das lesen sollen, intensive Lippenfarbe in 610 Stripped Down. Ich habe eigentlich gedacht, das wäre ein schönes Nude. Aber bei mir ist der auch wirklich dunkel.
Und ich habe es ein paar Mal aufgetragen, zwei, drei Mal, und habe es gleich wieder abgemacht, weil ich es doch einfach nicht mag. Und ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. Ja, aber es steht dir. Und wir haben ja das Video gesehen, wo Claudia dich geschminkt hat mit den roten Lippen. Und es sieht auch toll aus. Das mag sein, dass ihr das so seht, aber ich fühle mich dann nicht wohl. Und deswegen, ich glaube, das ist das Wichtigste. Nagellacke. Da habe ich hier Spring in My Step von China Glaze. Ein eigentlich sehr, sehr schönes, helles Rosa. Aber ich bin in letzter Zeit nur für dunkle Farben auf den Nägeln. Dann habe ich Ski Theory Drop. Das ist Petrol. Ich liebe zwar Petrol, aber irgendwie alles, was in die Richtung Blau und Grün geht auf den Nägeln, mag ich an mir nicht. Vielleicht bin ich auch einfach zu alt mittlerweile für sowas. Und was ich auch nicht mag, ist Hellgrau. Oder ja, Dunkelgrau geht eigentlich, wenn es ganz, ganz dunkel ist. Das ist Samantha Deal aus der 50 Shades of Grey Kollektion. Den habe ich auch rausgeschmissen. Ich habe mir ein paar Mal angeguckt, habe überlegt, ob ich ihn lackieren soll. Aber ich habe mich immer dagegen entschieden. Und so habe ich jetzt beim letzten Ausmisten ihn wirklich auch rausgetan. Dann hätte ich hier noch einen Rosé-Goldenen von L'Oreal in Sweet Amethyst. Also es ist wirklich so ein Rosé-Goldton. Mag ich auf meinen Nägeln. Ich habe mich einmal lackiert, ein paar Tage getragen, habe es dann abgemacht. Das gefiel mir an mir überhaupt nicht. Irgendwie harmoniert das nicht mit meiner Hautfarbe. Obwohl der so echt schön ist. Ist wirklich schön, aber nichts für mich. Lippenstifte habe ich hier noch. Ein von Lime Cream, und zwar ist das Babette. Ich glaube, den habe ich zweimal getragen. Ist eigentlich ganz schön, aber meine Lippen sind zu trocken und meine Lippen werden auch nicht besser, habe ich das Gefühl, so mit dem Alter. Ich bin jetzt 36, ne? Ich habe das Gefühl, das funktioniert einfach nicht. Das funktioniert, wenn ihr tolle Lippen habt, die schön glatt sind und schön durchfeuchtet, aber bei mir geht es irgendwie nicht. Der sieht auch noch, man sieht quasi nicht, dass der benutzt ist. Nur, dass hier so ein paar... Funktioniert nicht. Das funktioniert nicht, obwohl es so eine schöne Farbe ist. Und ich glaube, das war mein erster MAC-Lippenstift. Ich bin mir nicht sicher. Die Farbe Modesty. Als ich den gekauft habe, ich glaube, da war ich aber auch noch einfach ein bisschen brauner, war das so ein My Lips But Better. Aber irgendwie bin ich jetzt heller und ich werde auch nicht mehr wirklich braun, egal wie viel Selbstbräuner ich benutze. Solarium gehe ich ja nicht mehr so häufig wie früher. Daran könnte es liegen. Aber der ist auch sehr, sehr dunkel auf meinen Lippen und ich fühle mich dann einfach nicht wohl. Dann habe ich hier ein No-Name Gel Eyeliner Pinsel. Mit diesen Dingern komme ich einfach nicht klar. Ich weiß nicht, woher der ist. Für den will ich auch, glaube ich, nur das Porto. Und dann habe ich hier noch den SS266 von Sigma. Benutze ich auch nicht mehr, weil ich meine Augenbrauen mittlerweile hauptsächlich mit dem Anastasia-Stift ausmale. Und zu guter Letzt habe ich auf dem Beauty Sale Account so ein Bräunungsmousse in Medium. Ist von Primark. Ich weiß nicht mehr genau, was das gekostet hat. 3-4 Euro. Habe ich ein einziges Mal benutzt, aber hat bei mir nichts gemacht. Vielleicht war ich da schon, weil am Körper bin ich dunkler als im Gesicht. Warum auch immer. Ich drauf Ready in 60 Minutes. Und Medium ist auch, glaube ich, sowieso zu hell für mich. Also ich benutze, wenn dann, immer Dark. Also ich habe irgendwann mal am Anfang mal Medium gekauft, bis ich dann irgendwann gecheckt habe, dass es mir zu hell ist. Und jetzt kaufe ich immer Dark. Es hat so einen Schaum. So ein, wie so ein Haarschaum. So, ich glaube, das war's fürs Erste. Wie gesagt, wenn ihr irgendwann an irgendwas Interesse habt, schreibt mich an, schreibt mir eine E-Mail, schreibt mir das bitte nicht in die Kommentare. Ich will keine Preisdiskussion in den Kommentaren führen. Ich hoffe, das versteht ihr. Meine E-Mail-Adresse, wie gesagt, steht unten drin. Da könnt ihr mir einfach schreiben, dann werden wir uns sicherlich einig. Denn wie gesagt, ich möchte auch nicht, dass die Sachen hier schlecht werden. Bedenkt aber, wie gesagt, bitte, dass ich dafür auch Geld bezahlt habe. Also ich habe von diesen Sachen nichts von irgendwelchen Firmen zugeschickt bekommen. Nee. Und ich habe dafür auch Geld bezahlt, deswegen seid bitte fair. Und ihr wollt ja vielleicht auch, dass ich neue Sachen für euch teste und bewerte und euch sage, ob die gut sind oder nicht. Und dafür muss ich halt auch immer wieder Geld ausgeben. Ich kriege wirklich sehr, sehr wenig zugeschickt von irgendwelchen Firmen, deswegen muss ich das alles immer selber kaufen. Und das kostet halt alles auch Geld. Schreibt mir mal, ob ihr Interesse generell habt, nochmal solche Videos zu sehen, falls ich noch mehr Sachen finde, die ich aussortiert habe. Dann
drehe ich euch gerne nochmal so ein Video. Ich werde erstmal gucken, wie das jetzt hier läuft. Ob ich überhaupt was loswerde. Wenn nicht, machen solche Videos ja auch keinen Sinn. Dann muss ich halt gucken, was ich mit den Sachen mache. Wenn ihr sonst irgendwelche Ideen habt, außer Kleiderkreisel, weil Kleiderkreisel finde ich ganz schön anstrengend. Also ich habe mich da, nachdem sie dort die Bedingungen geändert haben, abgemeldet. Ich fand es einfach unverschämt, dass die mir vorschreiben, wie ich meine Sachen verschicken soll, etc. etc. Und dass sie jetzt auch noch Gebühren von mir haben möchten. Deswegen bin ich halt umgestiegen auf den Beauty Sale Account. Aber mir hatten halt ein paar Leute geschrieben, dass ihr nicht bei Insta seid und deswegen das gerne in Videoform haben wollte. Deswegen habe ich das jetzt gemacht. Jo. Will euch jetzt auch nicht voll labern. Wie gesagt, den Rest können wir per E-Mail klären. Und bleibt gesund und bis zum nächsten Video. Tschüss.